begrüße Sie wieder zu meiner Teezeit, heute mit zwei Sachbüchern. Im ersten Sachbuch kommt Tee nicht so gut weg, weil Tee enthält Koffein, schwarzer Tee, wie ich ihn am liebsten trinke und seit vielen, vielen Jahren trinke, seit meiner Kindheit. Aber das hat mir noch nie irgendwie wehgetan oder hat mich beeinträchtigt. Midlife Care heißt das erste Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, von zwei Ärztinnen geschrieben, Dr. Med Susanne Esche-Belke und Dr. Med Susanne Kirschner-Bruns. Es ist ein Buch, das viele Frauen brauchen in einer bestimmten Zeit ihres Lebens. Damals, als ich durch diese Zeit ging, so ein paar Jahre her, hatte ich keinen so guten Ratgeber bei der Hand. Denn Midlife Care ist eine Geschichte über die Wechseljahre. Und die fangen bei vielen Frauen früher an, als sie gedacht haben. Und dann ist man oft hilflos. Man fürchtet die Wechseljahre. Man hat furchtbare Angst und nennt es Midlife Crisis. Aber diese beiden Ärztinnen überzeugen einen, dass es Midlife Care sein kann, eine Zeit, die man gut überstehen kann, wenn man das Richtige macht, mit Hormonen geschickt umgeht, die richtige Ernährung hat, natürlich genügend schläft und all das, was das Leben lebenswert macht. Es ist ein sehr positives Buch. Es baut auf und es zeigt einem, dass man keine Angst haben muss vor diesen Jahren, die bei vielen Frauen schon so um die 40, 45 anfangen und dann sich durchaus über einige Jahre hinweg strecken können. Ich muss sagen, ich hatte es erst mit Ende 50, also ich war ganz gnädig aufgestellt. Viele der Ratschläge, wie gesagt, hätte ich auch ganz gut gebrauchen können. Ich bin ganz gut über diese Zeit hinweggekommen. Aber wenn ich dieses Buch heute lese, dann weiß ich, dass es mir auch jetzt gut tut. Also bestimmte Dinge, wie man ausreichend schläft, wie man mit Ernährung umgeht, wie viel frische Luft man braucht, was die Hormone eigentlich bedeuten und was Vitamine auch bedeuten. Denn wir haben von vielen Dingen falsche Vorstellungen. Dies ist ein Ratgeber, der wirklich nützt, der auch interessant ist zu lesen, gut aufgebaut ist mit vielen schönen Beispielen. Also man ist ganz zufrieden, wenn man dieses Buch durch hat und sagt, vieles hat man richtig gemacht, vieles hat man falsch gemacht und vieles kann man noch richtig machen, denn es ist selten zu spät. Also ein Buch, das mich wirklich begeistert hat, ein spannendes Sachbuch für wichtige Jahre im Leben jeder Frau. Wobei, ein Tipp, auch Männer sollten da mal hineingucken, denn was da so über Hormone steht, über die Veränderungen von Frauen in diesen Jahren oder auch das, was sie brauchen in dieser Zeit, das sollten sich auch manchmal Männer zu Gemüte führen. Das zweite Buch habe ich mit ganz großem Vergnügen und viel Humor gelesen, denn Pixie Turners Wellness Rebel, das ist mal ein Buch, das so richtig in meine Sparte haut. Ich bin ein bisschen ein Gegner von all diesen furchtbaren Detox-Geschichten und Rezepten, die mir sagen, ich muss also ganz vegetarisch leben oder dies oder jenes nicht essen und nicht trinken. Wobei Tee kommt auch da nicht so gut weg, aber ich halte mich da nicht dran. Es ist ein Buch von einer Engländerin geschrieben und hat den typisch englischen Humor. Und es geht, ja, zu Gericht kann man fast sagen, mit vielen Vorurteilen zum Thema Ernährung. Warum muss man auf alles verzichten? Warum muss man schlank sein? Warum muss man sozusagen dies und jenes kochen, um sein Leben besser in den Griff zu kriegen? Untertitel dieses Buches ist Diät Bullshit erkennen und Essen wieder lieben lernen. Und ehrlich gesagt, Pixie Turner hat so wunderbare Rezepte in diesem schön gestalteten Buch, dass man wieder Freude am Essen bekommt. Und man sieht, man muss auf ganz wenige Dinge auf Dauer verzichten. Wie sagt schon ein altes griechisches Sprichwort, Meden Agan, nichts im Übermaß. Und genau das propagiert Pixie Turner in ihrem Buch, in ihrem wunderbaren, schön illustrierten Kochbuch. Und sie zeigt, dass wir vieles auch falsch machen mit unserer Ernährung. Wir verzichten auf Dinge, die uns Freude bereiten, weil wir ja nur noch an unsere Gesundheit glauben, denken und so weiter. Aber sie sagt, auf ganz viele Dinge müssen wir nicht verzichten. Wir können Essen genießen, wir können das Leben genießen und vor allem die Rezepte, die sie uns vorschlägt, die sind leicht nachkochbar. Ich glaube, ich werde auch das ein oder andere ausprobieren. Ich bin nicht so ein Kochbuch-Fan, aber dieses Buch hat einige großartige Rezepte, zum Beispiel einen Crumble. Das ist ein Kuchen, man höre und staune, in einem Diät-Wellness-Buch ein Crumble mit viel Butter drin, aber mit viel Beeren auch. Und Beeren, wissen wir ja, sind gesund. Also Pixie Turners Buch ist für alle etwas, die sagen, ich habe genug von diesem ganzen Diätzeug. Ich möchte nicht das und das nicht essen dürfen. Ich möchte auch mal Zucker essen. Ich möchte auch mal Fett essen. Es ist natürlich auch ein Buch, was die alte Lehre hat, nicht zu viel von allem, aber von jedem etwas, gesund aufbereitet, gut vorbereitet, gut gekocht, gut gebacken und man hat seine Freude dran. Also Wellness Rebel ist ein empfehlenswertes Buch und ich, wie gesagt, habe schon vor, in den nächsten Tagen ein paar Rezepte nachzukochen. Aber erstmal einen Schluck Tee und das kann
kann mir keiner verbieten.